Und wir Erwachsenen, wir wissen natürlich relativ gut über China Bescheid. Aber man muss ja auch mal fragen, wie sieht es eigentlich mit den Kindern aus? Wissen die denn auch, dass China flächenmäßig gesehen das kleinste Land Europas ist? Wissen die Kids auch, dass der Bundeskanzler von China nicht Merkel heißt, sondern Dalai Lama? Mein Tipp, holen Sie die kleinen sabbernden Erbschleicher sofort aus ihren Bettchen. Denn jetzt kann wieder kräftig dazugelernt werden. Hallo Kinder, kennt ihr eigentlich die Volksrepublik China? Nein! Hui, 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 wenn wir jetzt in China wären, müsste ich euch alle standrechtlich erschießen lassen. Aber keine Angst, eigentlich sind die Chinesen ein ganz lockeres Völkchen, dem fast alles egal ist. Wenn ihr China mal besuchen wollt, müsst ihr einfach Richtung Moskau und dann immer geradeaus schwimmen. Zur besseren Orientierung habe ich euch mal eine China-Karte mitgebracht. Die Hauptstadt von China ist übrigens Peking. Und so sehen die Einwohner aus, die Pekingesen. Beim Schreiben benutzen die Chinesen total komische Zeichen. Das hier heißt zum Beispiel Prinzessin. Das Wort bedeutet Krise und das heißt übersetzt so viel wie: Die Prinzessin mit der Krise ist jetzt rechtsradikal. Rechtsradikal! Fast alle Chinesen tragen Schutzmasken. Die einen, weil sie weniger Süßigkeiten essen wollen, und die anderen, weil sie Angst vor der bösen Vogelgrippe haben. Voll gemein, dass es keine Grippeschutzmasken für Pandas gibt. Gesundheit! Die alten Chinesen haben ganz viele tolle Sachen erfunden. Zum Beispiel die elektrische Türklingel oder wie sie in China heißt, Ding Dong. Berühmt sind sie aber auch für ihre edle Seide, ihr feines Porzellan, ihre philosophischen Schriften, nachgebaute Stereoanlagen und Wichsflecken auf roten Velour-Sofas. Wichsflecken! Nächste Woche gehen in China die Olympischen Spiele los. Das Problem ist nur, dass noch gar nicht alle Sporthallen fertig gebaut sind. Und auch manche Sportgeräte müssen erst noch mal richtig eingestellt werden. Viele haben ja Angst, dass bei Olympia diesmal so viel Doping genommen wird wie noch nie zuvor. Wenn man sich die chinesischen Schwimmerinnen so anguckt, falsches Bild. Wieder falsch. Das ist die chinesische Schwimmerin. Naja, wenigstens weiß ich, dass die Eröffnungsfeier im neuen Nationalstadion ganz toll wird. Ich habe bei den Proben nämlich schon mal geschmungelt. Tschüss, liebe Kinder. Bis zum nächsten Mal.